Stundenlang knien sie auf dem Boden und suchen das Erdreich Zentimeter für Zentimeter ab. Immer auf der Suche. Ja, nach was eigentlich? Wir machen Winterbodensuche, das heißt, wir suchen Kiefer- und Großschädlinge, um herauszufinden, ob unser Wald quasi dementsprechend in Gefahr ist. Ob der Wald in Gefahr ist, das kann man nämlich schon im Winter vorhersagen. Vorausgesetzt, dass man sich mit der zähen Schädlingssuche wirklich auseinandersetzt, erklärt uns Forstamtmann Jürgen Christin. Wir wollen die Insektenarten ermitteln, die hier überwintern, und vor allen Dingen aber auch die Anzahl. Und gerade die Anzahl, vielleicht kennt man auch das Sprichwort, die Dosis macht das Gift, ist also auch die Anzahl sehr entscheidend, ob ein Insekt zu einem Schadinsekt wird. Und wir wollen also hier rechtzeitig erkennen, ob es zu einer Massenvermehrung von Insekten kommt und damit eine Gefahr für den Waldbestand entstehen könnte. Für dieses Waldstück gibt es wohl Entwarnung, denn seine Auszubildenden haben bis jetzt noch keinen einzigen Schädling ausmachen können. Jürgen Christin nutzt die Zeit, um noch einmal zu zeigen, um welche Bösewichter es hier vor allem geht. Das wäre also das, was hier zu finden, was man hier finden könnte. Das wäre der Kiefernschwärmer. Aber gefährlicher zum Beispiel ist die Kiefernfauleule, weiterhin gefunden wird häufig die Kiefernbuschhornplattwespe in unseren Bereichen und der Kiefernspinner, der hier im Boden als Raupe überwintert. Die Winterbodensuche ist keine Erfindung des Betreuungsforstamtes Dessau, sondern hat eine lange Tradition und beruht wohl auch auf deutscher Gründlichkeit und Vorsicht. Die Mühe lohnt sich auf jeden Fall. Die Winterbodensuche wird in Deutschland seit 1891 bereits durchgeführt. Und wir im Betreuungsforstamt Dessau untersuchen 51 Bestände, um rechtzeitig, stichprobenartig natürlich, aber rechtzeitig eine Massenvermehrung von bestimmten Kiefernschadinsekten zu ermitteln. Große Aufregung gab es vor einem Jahr, als seine Auszubildenden mit dem Zählen der Schädlinge in einem Waldgebiet kaum noch nachkamen. Da hatten wir pro Quadratmeter 118 Kokons gefunden und die Warnschwelle liegt bei 12. Das ist also eine sehr, sehr hohe, erschreckende Zahl. Aber es konnte Entwarnung gegeben werden. Die Kokons wurden eingesandt an die Nordwestdeutsche Versuchsanstalt nach Göttingen. Und dort kam dann die Entwarnung, dass hier eine ganz geringe Schlupfbereitschaft nur vorliegt. So konnten die Kiefern nahezu unbeschadet weiterwachsen. Erst wenn der Boden einmal gefroren ist, wird die Winterbodensuche durchgeführt. Für die Azubis ein anstrengender Job. Aufwendig ist es in dem Sinne eigentlich nur, dass man die ganze Zeit kniet. Und natürlich auch bei Wind und Wetter eigentlich draußen ist. Und natürlich auch die Hände und Finger. Gerade wenn es im Boden ein bisschen kälter ist, muss man schon hier gut mit Gefühl suchen. Ja, eine Schatzsuche wäre wahrscheinlich spannender, aber im Großen und Ganzen ist es schon eine sehr schöne Arbeit, ja. Und eine wichtige Arbeit. Sie leisten einen ganz entscheidenden Dienst, um den deutschen Wald vor Schaden zu bewahren.